Hallo. Ja, schön, dass ihr wieder alle da seid. herzlich willkommen zur 8. Folge jetzt schon von Ernährung ist systemrelevant. Und ganz am Anfang können wir, solange vielleicht ein paar Leute noch dazukommen, wieder mal ein paar Einstiegsfragen im Chat stellen. Und das ist jetzt schon die vorletzte Folge von unserer Webinarreihe und da interessiert es mich total, wie oft ihr jetzt eigentlich schon mit dabei wart, falls ihr das ungefähr noch wisst. Genau, also schreibt es einfach mal in den Chat, ja, was ihr denkt, wie oft ihr schon dabei wart. Viermal. Okay, super. Das ist ja dann schon die Hälfte oder mehr als die Hälfte. Auch viermal. 2,5. und das erste Mal dabei. Sehr cool. Und achtmal. Aber ich organisiere es mit. Okay. und das zweite Mal. Okay, voll cool. Super. Ich glaube, es wird auch wieder sehr spannend heute. Es geht nämlich um die EU-Agrarpolitik. Wisst ihr denn, wann und wo ihr das letzte Mal was vom EU-Parlament zur Agrarpolitik gehört habt? Schreibt das auch gerne mal in den Chat. Ich persönlich muss auch gestehen, genau, dass das letzte Mal, glaube ich, im Januar oder so war. Also, genau, aber vielleicht fällt euch ja was ein. Thema Agrarreform letztens. Okay, cool. Also dann sehr aktuell. Lange her, definitiv vor Corona. Ja. Und irgendwann in der Uni vor über einem Jahr. Alles klar. Dann wird heute sicher ziemlich viel Neues für uns alle dabei sein. Genau, voll schön, dass ihr da seid. Viele von euch kennen mich schon. Ich bin Fine und moderiere heute wieder. Und genau, ihr seht, dass ihr gemutet seid, das ist einfach, um die Nebengeräusche zu genau vermeiden und ja, voll schön, dass ihr alle eure Kamera anhabt und wir euch auch sehen können. Und was passiert heute? Miri und Paulina, die die Webinarreihe beide organisieren, geben kurz einen thematischen Einstieg und danach führe ich ein Gespräch mit unseren zwei Gästen heute, und zwar Isabella und Marie, die könnt ihr auch beide schon sehen. Die arbeiten beide für zwei unterschiedliche Abgeordnete des EU-Parlaments im Bereich der Agrarpolitik. Und wir haben uns natürlich wieder ein paar Fragen überlegt, aber ihr seid auch herzlich eingeladen, wie immer eure Fragen auch in den Chat zu posten, damit ich die mit einbringen kann. Und danach haben wir noch einen kleinen Diskussionsauftrag für Kleingruppen und am Ende gibt es wieder einen thematischen Abschluss und dann sind wir nach einer Stunde auch fertig und genau, die Audioaufzeichnung könnt ihr dann in den nächsten Tagen auf YouTube finden und gerne nochmal nachhören oder teilen. Genau, und damit gebe ich jetzt schon mal weiter an Miri und Paulina. Ja, danke, Fine. Voll schön, genau. Vielleicht noch ganz kurz zu Miri und mir, wer wir eigentlich sind und wie wir dazu gekommen sind, auch wenn es viele vielleicht schon wissen. Genau, wir sind beide bei Janun, beziehungsweise bei einem Projekt, das heißt Ekona, und kennen uns aus Lüneburg. Auch wenn ich jetzt gar nicht mehr in Lüneburg wohne, ist das dank Corona kein Problem. Genau, und machen eigentlich viel so im Bildungsbereich, haben einen Workshop gemacht, unter anderem Bildungsmaterialien entworfen, zum Beispiel ein Wimmelbild. Und genau, wenn ihr noch mehr Fragen oder irgendwie was zu Ekona wissen wollt, gerne später. Genau, jetzt erzählt Miri vielleicht nochmal genauer, was eigentlich diese Gesprächsreihe ist und warum und wieso. Genau, was wir hier eigentlich machen. Ja, als Corona losging, gab es ja einige Auswirkungen auf das Ernährungssystem, die auch viel diskutiert wurden, wie zum Beispiel, dass es kaum ErntehelferInnen gibt, da genau viele jetzt nicht einreisen konnten. Und nach wie vor ist ja irgendwie alles rund um das Ernährungssystem, siehe Infizierte bei Tönnies im Schlachthaus, irgendwie ein großes Thema. Gastronomie geöffnet, geschlossen. Wir hatten das Gefühl, dass aber genau einzelne Aspekte jetzt irgendwie
angeschaut werden, aber andere vielleicht unter den Tisch fallen. Und wir wollten gerne viele verschiedene Akteurinnen und Akteure aus dem Ernährungssystem zu uns einladen und hören und verstehen, wie sich Corona auf ihre aktuelle Situation auswirkt und auch, was sich für Chancen vielleicht ergeben, um das Ernährungssystem nachhaltiger zu gestalten. Und da haben wir jetzt wochenlang verschiedene Leute da gehabt und heute bin ich persönlich sehr gespannt auf so eine Metasystemperspektive aus der Politik. Genau, also wir haben die letzten Wochen immer so dieses Ernährungssystem so ein bisschen als Grundlage gehabt, in dem wir uns so entlang gehangelt haben und hatten schon irgendwie Akteurinnen und Akteure wirklich aus allen Ecken und Enden und manchmal war es auch gar nicht so leicht, es zuzuordnen. Vor 2 Wochen hatten wir zum Beispiel Katharina zu Gast, die bei der Initiative Faire Landarbeit arbeitet und ziemlich viel zu lohnabhängigen Beschäftigten in der Landwirtschaft sagen könnte, nicht nur zu SaisonarbeiterInnen aus dem Ausland, aber auch, und das war irgendwie so Hauptthema und das war mal wieder super spannend und wir hätten oder auf jeden Fall noch sehr viel länger quatschen können. Genau, und heute, wie gesagt, reden wir mit Akteuren, die da gar nicht so drauf sind auf diesem Ernährungssystem. Aber über dieses System sind wir auf jeden Fall irgendwie dazu gekommen, nochmal zu beleuchten, wie irgendwie alles zusammenhängt und dass alles, was wir irgendwie essen und ja kaufen an Lebensmitteln, mehr Auswirkungen hat als nicht nur auf eine Person, auf den einen Bäcker, sondern darüber dann auch wieder auf den Bauern oder die Bäuerin. Und genau, ist irgendwie, es bleibt spannend. Genau, und Paulina meinte ja gerade schon, okay, wir reden heute mit Menschen, die nicht auf dem Ernährungssystem zu sehen sind. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr reduziertes Ernährungssystem, was wir uns da angeschaut haben. Um so ein bisschen mehr die Komplexität davon greifen zu können, haben wir ein Wimmelbild entwickelt. Das könnt ihr einmal hier sehen. Da sind noch mehr Aspekte vom ganzen Ernährungssystem drauf. Und genau da sehen wir auch hier in der Mitte die EU und können uns auf eine spannende Folge zu diesem Aspekt heute freuen. Ja, vielen Dank euch beiden für den kurzen Überblick. Dann möchte ich jetzt schon Marie und Isabella offiziell grüßen auf unserer kleinen Bühne. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr euch kurz in ein paar Sätzen selbst vorstellen. Was genau macht ihr beim EU-Parlament? Was ist eure Rolle? Genau. Wer möchte beginnen? Isabella hat sich schon entmutet. Okay, dann fange ich gleich an. Hallo, ihr Lieben. Ich heiße Isabella. Ich komme aus Österreich, wie man wahrscheinlich hört. Und seit 1. April arbeite ich erst im EU-Parlament eigentlich. Das heißt, ich kenne das Parlament von innen nur während zur Corona-Zeit. Aber ich bin seit 3 Jahren in Brüssel und habe vorher für einen europäischen Dachverband der ökologischen Landwirtschaft gearbeitet. Und da war ich sozusagen ein bisschen in der Perspektive einer Lobbyistin. Also wir machen NGO-Arbeit, aber auch Lobbyarbeit für Biobauern, Biobäuerinnen und so. Und jetzt bin ich im EU-Parlament und ja, davor habe ich Agrarwissenschaft studiert in Wien. Und genau, so Landwirtschaft ist ein Thema, das mich schon sehr lang begleitet in meinem Leben. Ja, dann mache ich direkt weiter. Ich bin die Marie und ich bin die Praktikantin seit Februar im Büro von Martin Häusling, dem agrarpolitischen Sprecher der Grünen im EU-Parlament. Er ist auch Mitglied im Umweltausschuss, demnach ist es bei uns immer auch so beide Themen. Er ist seit 2009 schon im EU-Parlament, also macht das schon relativ lange und ist von Haus aus Biolandwirt aus Hessen. Ich bin seit Februar bei ihm im Büro und studiere eigentlich, also normalerweise sozusagen, wenn jetzt nicht gerade Corona und Auslandsaufenthalt ist. Bleib auch noch ein bisschen bei ihm. Genau.
Also ich habe einen Monat Normalität sozusagen mitbekommen und dann ging es auch schon los. Okay, super, sehr spannend. Ihr habt euch ja beide auch einen Ausschnitt aus dem Wimmelbild ausgesucht. Genau, ich fände es ganz spannend zu wissen, okay, warum habt ihr euch jeweils den Ausschnitt ausgewählt und wie hängt er auch mit eurer Arbeit so zusammen? Ja, genau, ihr habt genau die zwei Ausschnitte zusammengeschnitten, die mir so am allerersten ins Auge gefallen sind. Zum einen halt der rechte, ein buntes Feld mit vielen verschiedenen Feldfrüchten, viele Menschen, die sich daran zu schaffen machen und Bäume mit verschiedenen Früchten und daneben halt diese Spritze mit EU-Mitteln, die das Ganze sozusagen subventioniert oder unterstützen soll. Und so sollte es sein, genau, die Spritze, so sollte es sein, so würden wir uns das wünschen, dass die Vielfalt im Biolandbau oder im Landbau so aussehen könnte. Genau, dass es keine Orientierung in Richtung Industrialisierung der Landwirtschaft gibt. Aber leider sieht die Realität oft so aus, dass es eher wie auf der linken Seite ist, dass man das Gefühl hat, man kämpft immer so ein bisschen im Fadenkreuz zwischen Demokratie und Glyphosat oder großer Lebensmittelindustrie, weil viele Interessen dahinter stecken, hinter der Lebensmittelproduktion und gerade in Europa das Thema Export auch eine große Rolle spielt, genau. Und ja. Gerade mit Martin als Biobauer sind wir da doch immer relativ besonnen auf die Wurzeln der Landwirtschaft, um es mal so zu sagen, und würden uns wünschen, dass es ein bisschen mehr aussieht wie rechts auf dem Bild. Okay, genau, und ich hab das linke Bild ausgewählt, weil wie ich das ganze Bild angeschaut habe, habe ich es lustig gefunden, wie die EU hier dargestellt wird, so ein bisschen in einem Raum, in einem Turm, also ein bisschen erhöht und darunter die Menschen. Und ich glaube, das trifft es eigentlich sehr gut. Also das trifft, glaube ich, sehr gut, wie viele Leute die EU sehen und was für Gefühle für die EU da ist. So ein bisschen entfernt, irgendwo erhaben. Und genau, ich arbeite eben für die Sarah Wiener, das habe ich vorher nicht gesagt. Und die Sarah ist Neopolitikerin sozusagen. Also sie ist neu in der Politik und ich finde es ganz spannend, mit ihr zu arbeiten, weil sie ja ganz wichtig ist, dass man irgendwie die Inhalte, zu denen wir hier arbeiten in Brüssel, auch wirklich so formulieren und transportieren, dass sie einfach verständlich sind für Leute, die vielleicht nicht Politikwissenschaft studiert haben oder gar nicht studiert haben. Und ich glaube, das ist so einer von den ganz wichtigen Sachen, die wir in Zukunft mehr mitdenken müssen, wie wir wieder kommunizieren, damit wir wirklich eine breite Masse erreichen und nicht nur Akademikerinnen und Akademiker. Und ja, das ist EU und Brüssel ist eigentlich überall. Es betrifft uns alle, alles, was wir essen oder was wir konsumieren. Ist irgendwie reglementiert durch eine EU-Verordnung oder Gesetz. Von dem her ist es gut, wenn man sich da ein bisschen auskennt, weil man so ja, Widerstand leisten kann oder Sachen verbessern kann und manche Sachen ja einfach direkt ansprechen kann. Genau. Okay, super. Danke euch beiden. Ich bin schon mega gespannt. Ja, auf die weitere Diskussion. Am Anfang ist vielleicht ganz gut, wenn wir nochmal einen kleinen Input geben dazu, was die Agrarpolitik überhaupt ist und macht, weil das ist ja doch irgendwie so ein großes Wort und da hat Miri was vorbereitet. Genau, ich habe zufälligerweise meine Bachelorarbeit über die Agrarpolitik geschrieben. Und habe bei einem Science Slam, den wir im Februar veranstaltet haben, versucht, die Agrarpolitik und was sie macht in einer Minute zusammenzufassen. Das ist sehr, sehr, sehr verkürzt. Also die Agrarpolitik macht, glaube ich, ungefähr 40% aller EU-Verordnungen und Gesetzestexte aus.
Aber es gibt zumindest schon mal so eine grobe Idee, was da eigentlich passiert. Und deswegen würde ich euch jetzt das einmal kurz teilen, sodass wir alle zumindest so eine gemeinsame Grundidee haben, was da eigentlich passiert. Und wenn ihr irgendwie noch Fragen dazu habt, dann immer gerne her damit. Okay, die gemeinsame europäische Agrarpolitik ist der älteste Politikbereich in der EU und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen, damit niemand mehr hungern muss und es genug Essen für alle gibt. Dann wurden Industrialisierung und Intensivierung gefördert bis in die 80er, bis es dann Überfluss gab. Heute ist es so, dass im Jahr knapp 60 Milliarden Euro in der Agrarpolitik ausgegeben werden. 3/4 davon fließen als Direktzahlungen in die erste Säule. Das heißt, an jeden Farmer wird pro Landfläche Geld gezahlt. Das ist so ein bisschen das, was man als Förderung mit der Gießkanne bezeichnet. Ich sage übrigens Landwirt, weil die Gießkanne ist unterschiedlich groß in verschiedenen Ländern und hängt auch ein bisschen davon ab, ob zum Beispiel Umweltauflagen eingehalten werden etc. Und das restliche Viertel fließt in die zweite Säule mit der ländlichen Entwicklung, wird spezifisch investiert in zum Beispiel Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen, Bürgerbeteiligung, ländliche Entwicklung und Investitionen zum Beispiel in größere Ställe oder in Küstenschutz. So, das in aller Kürze. Es fließt relativ viel Geld und was ja auch schon Isabella gesagt hatte, es sind aber auch sehr viele Verordnungen, was wie wo angebaut werden darf. Da könnten wir uns jetzt 10 Stunden lang im Detail drüber verlieren. Aber vielleicht war das schon mal so ein ganz kleiner Einstieg, was ungefähr mit dem Geld in der Agrarpolitik passiert. Super, danke. Ja, sehr krass, so eine kurze Zusammenfassung zu bekommen. Genau, ich möchte noch mal daran erinnern, falls ihr Fragen an Isabella und Marie habt, schreibt sie in den Chat. Genau, was ich mich total interessieren würde, wäre Isabella und Marie, wie genau sieht denn der politische oder der Alltag im EU-Parlament oder europäischen Politikbetrieb eigentlich aus? Und wie hat er sich jetzt auch in der Corona-Zeit zum Beispiel verändert? Ja, ich fange einfach mal an. es ist ein reges Treiben im EU-Parlament. Ich glaube, das ist das Erste, was man merkt, wenn man das Gebäude betritt. Es geht ja doch immer um ziemlich viele Themen parallel und es sind sehr viele Menschen, die sehr viel versuchen zu bewegen in diesem Gebäude und sich selbst dabei sehr viel bewegen. Es gibt verschiedene Wochen, in denen verschiedene Dinge stattfinden. Es gibt zum einen normalerweise die Plenarwochen, die in Straßburg stattfinden, wo dann die Abstimmungen im Plenum sind. Dann gibt es die Ausschusssitzungen. Das sind dann auch wieder Wochen, in denen die Abgeordneten in ihren Ausschüssen zusammenkommen. Bei Martin zum Beispiel ist es dann der Agri-Ausschuss, also das Thema Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und der Envi-Ausschuss für Umweltthemen. Und dazu gibt es noch Delegationen. Das sind dann jeweils die Verbindungen zu außereuropäischen Ländern und Staaten oder zu Staatenbünden. Genau, und die bestimmten Teilgebiete der Arbeitsfelder bedienen dann die Abgeordneten, indem die zu diesen Ausschusssitzungen gehen, sich darüber bestimmte Themen intensivst unterhalten, austauschen, Änderungsanträge einreichen. Es gibt auch Wochen, in denen die Abgeordneten in den Heimatregionen sind und da dann vor Ort Politik machen, aber eigentlich findet doch ziemlich viel in Brüssel statt. Aktuell ist das natürlich eher schwierig. Also wir hatten jetzt bis vor kurzem eigentlich ja fast gar nicht die Möglichkeit, dieses Hin- und Her-Tingeln zwischen Deutschland und Belgien aufrechtzuerhalten. Es musste sehr viel auf neue Medien, Digitales auch noch umgestellt werden. Wir mussten natürlich auch alle irgendwie uns ans Homeoffice anpassen, wie viele andere auch. Was auch einfach so ein Ding ist, so Kongresse und Interessensvertreter konnten relativ früh nicht mehr ins EU-Parlament kommen zu Veranstaltungen. Deshalb wurde das dann alles auf Online-Formate umgestellt oder eine Zeit lang gab es auch recht wenig Kontakt, sage ich mal, weil einfach alles erstmal wie in einer Würfelbox durcheinander geworfen worden ist.
Genau, aber wir konnten relativ viel auf digitale Medien umstellen und machen zum Beispiel mittlerweile auch Webinare, wo wir versuchen, mit vielen Bürgerinnen und Bürgern in Austausch zu kommen, auch in der Fraktion zu verschiedenen Themen. Genau. Ich glaube, das ist ein ganz guter Überblick erstmal. Okay. Wie ist es bei dir, Isabella? Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Erklärung. Ich will gar nicht zu, was gibt es noch dazu zu sagen? Ich glaube, auch der Übergang von der Arbeit, wie es sonst ist, zum Digitalen ist sehr schnell gegangen und auch ganz gut. Und ich glaube, das war ein wichtiger Schritt vorwärts zum einen. Zum anderen merkt man natürlich schon, dass dass physische Treffen sehr wichtig sind. Wir haben auch zum Beispiel Probleme mit Übersetzung und Dolmetschen. Es funktioniert eigentlich gar nicht wirklich, wenn kein Video eingeschaltet ist. Es gibt Abgeordnete, die wohnen in ländliche Gebiete und die können nicht sehr gut mit Computer umgehen. Zum Beispiel, meine Chefin ist da ein bisschen ähnlich. Das ist gar nicht so leicht. Und also diese Kompromisse, weil wenn man zum Beispiel ein neues Gesetz verhandelt, ein Gesetzesvorschlag verhandelt, sind ja die verschiedenen Parteien, treffen sie dann und verhandeln miteinander über die Positionen. Das passiert jetzt online zum Teil. Es sind einige Sachen verschoben worden, die nicht so zeitlich nicht so wichtig sind, aber die gemeinsame Agrarpolitik ist halt wichtig, weil die Zahlungen, das Programm ist nur für 7 Jahre programmiert. Das heißt, wir müssen einfach nach diesen 7 Jahren ein neues Programm haben, sonst kann es nicht weiterlaufen. Und deswegen müssen auch die Verhandlungen weiterlaufen. Nur ist es halt online viel schwieriger wegen der Sprache. Aber man kann weniger kontrollieren, ob jetzt Änderungsanträge, die wir schreiben, tatsächlich beachtet werden oder ob das E-Mail einfach im Postkasten, also im Papierkorb verschwindet. Und es gibt schon, demokratiepolitisch ist es ein bisschen schwierig in Wahrheit, was auch die Grünen schon öfters eingebracht haben. Die Leute versuchen natürlich das Beste, aber es ist halt einfach eine Übergangslösung. Und wenn dieser Lockdown noch länger dauert, müssen wir wirklich überlegen, wie schafft man das mit einer demokratischen Partizipation eigentlich überhaupt. Und ja, das sind ganz interessante Fragen, die man sich sowieso stellen sollten. Und es ist vielleicht ganz gut, dass wir das jetzt machen. Ja, du hast es gerade angesprochen, dass die Agrarreform ja gerade, oder die gerade reformiert wird. Und nächstes Jahr, 2021, kommt dann ja die überarbeitete Agrarpolitik raus, die ja auch wichtige Entscheidungen jetzt für die zukünftige Landwirtschaft in Europa trifft. Denkt ihr, dass Corona jetzt sehr große Auswirkungen auf den Prozess beziehungsweise auf das Ergebnis dann auch haben wird? Naja, es war vor Corona eigentlich schon klar, dass 2021 sich nicht ausgehen wird für die neue. Das heißt, es war vorher schon klar, fast sicher, dass es sogenannte Übergangsregelungen gibt. Das hat es vor der letzten Periode auch gegeben. Das ist einfach, weil man sich nicht einig wird, weil der Prozess lang dauert. Das ist nicht so etwas Unnatürliches. Und letzte Woche, dass diese Übergangsregelungen 2 Jahre dauern werden. Das heißt, 2021 wird einfach die jetzige GAP dann noch weitergeführt, also und um 2 Jahre verlängert. Das ist zum einen wahrscheinlich wegen den Umständen und allgemein nicht so schlecht. Ich meine, bevor es gar nichts gibt, muss man irgendwas machen, oder? Aber in Angesicht dessen, dass einfach diese jetzige GAP, die wir haben, wenig ambitioniert ist bei Umweltmaßnahmen, bei Klimamaßnahmen, und auch zum Beispiel die Anzahl der Bäuerinnen und Bauern eigentlich wirklich relativ rasant nach unten geht, sind es eigentlich schon 2 verlorene Jahre. Wieder 2 mehr Jahre, weitere Jahre, wo die Landwirtschaft so weiter wie bisher macht. Und wir müssen halt jetzt die ganze Energie in die neue GAP rein investieren und
hoffen und kämpfen, dass das da besser ist. Aber schaut dabei auch so na jo aus, würde ich sagen. Ja. Ja, genau. Ja, wir hoffen auch darauf, dass die 2 Jahre irgendwo sinnvoll genutzt werden. Aber es ist schon so, dass es ein gewisses Schema an wiederholten Äußerungen auch gibt, dass man jetzt gerade in der aktuellen Situation die Landwirte auch nicht überfordern sollte, dass zu viel Änderungen, zu viel Auflagen auch schlecht wären in der aktuellen Situation. Also man muss es irgendwo realistisch sehen, aber es ist schon so, dass wir versuchen uns dafür für was Besseres und eine nachhaltigere GAP auf jeden Fall einsetzen. Genau, was glaube ich schon ein Punkt ist, ist irgendwo die Aufmerksamkeit für bestimmte Themen ist gestiegen. Zumindest macht es mir den Eindruck, also gerade im Bereich der Saisonarbeiter, das war ja dann doch schon ein recht großes Thema in den letzten Wochen und es gibt auch relativ viele, die durch das Thema Corona eine größere Aufmerksamkeit für ihre Umwelt kriegen, die das verstehen, dass es ein komplexes System ist, der Globus. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie lange das natürlich dann auch anhält. Also genau. Naja, man wird sehen. Aber wir hoffen auf das Beste. Okay. Und ihr seid ja beide im EU-Parlament tätig. Es gibt ja auch noch die Europäische Kommission und dann noch die Staatschefs und Chefinnen, die ja auch für die Europapolitik wichtig sind. Wie wichtig ist dann überhaupt das Parlament für die Agrarpolitik? Naja, es geht so. Ne? Ich glaube, die EU hat generell solche Gesetze werden in diesem Trialog eben entschieden, wie du schon gesagt hast, zwischen die Kommission schlägt was vor, die haben das Recht und die sind die einzigen, die in der Regel Gesetze vorschlagen. Und der Vorschlag ist schon da, also 2018 schon hat die Kommission den Vorschlag für die neue GAP präsentiert. Und jetzt erarbeiten wir als Parlament praktisch unseren Vorschlag auf Basis von dem, was die Kommission ausgearbeitet hat. Und der Rat, also die einzelnen Staaten, machen genau dasselbe. Und ja, es ist schwierig zu sagen, weil zum Beispiel innerhalb vom Parlament ist so, dass der Agrarausschuss tendenziell eher konservativ ist. Die Konservativen sind da sehr stark vertreten und der Umweltausschuss arbeitet aber auch an der GAP mit und der ist progressiver, der ist fortschrittlicher. Und vor 2 Wochen aber ist der Umweltausschuss jetzt offiziell ausgestiegen aus diesen GAP-Verhandlungen. Und wir wissen auch noch nicht zu 100%, was das genau bedeutet jetzt, weil eigentlich hätten die beiden Ausschüsse gemeinsam einen Text im Namen des Parlaments ausarbeiten müssen. Das machen sie jetzt. Der Umweltausschuss ist jetzt aber zurückgetreten, weil der Vorsitzende gesagt hat, dass die Positionen des Umweltausschusses einfach auch nicht sehr sichtbar sind. In dem konservativen Entwurf und das ist mal eigentlich kein gutes Zeichen, aber es kann nur besser werden, sagen wir mal so. Grundsätzlich, ich meine, die EU ist ja Work in Progress, sage ich mal, und das war ja, ich meine, es ist ein Projekt, da gibt es kein zweites, deswegen die EU entwickelt sich ständig weiter und jetzt haben wir die Verträge von Lissabon, die zurzeit aktuell sind, die festlegen, wie die EU arbeitet und es ist ganz klar, ich glaube, da kommen in Brüssel sehr viele Leute fragen, dass immer nur leider die einzelnen Mitgliedstaaten viel zu viel Macht haben. Also die haben sehr viel Entscheidungsmacht, die können sehr viel blockieren und lustigerweise aus meiner Sicht, ich war früher auch sehr EU-kritisch, ich meine, ich bin generell ein kritischer Mensch, aber seit ich in Brüssel bin, merke ich, wenn ich zum Beispiel Nachrichten aus Deutschland oder Österreich lese, ist es überall ähnlich, dass dann auf Brüssel gern geschimpft wird oder sagt, in Brüssel geht nichts weiter, Brüssel macht das und das. Wenn man sich aber anschaut, was ist denn Brüssel eigentlich, wer stimmt wie ab, ist es oft der Rat, also die Mitgliedsländer selber die Sachen blockieren und gerade im Umwelt und man muss sich anschauen, wer sind die Staats- und Regierungschefs und das ist eine leichte konservative Mehrheit auch und ja, da muss man halt recht aufpassen. Und
historisch mit jeder Reform der EU hat das Parlament mehr Macht eigentlich gekriegt. Man ist jetzt alles ein bisschen vereinfacht. Wir können da gerne im Detail noch diskutieren. Aber so historisch gesehen hat das Parlament eigentlich mehr und mehr Macht bekommen. Und es wäre aber eigentlich trotzdem braucht man nur mehr Reformen. Nur mehr, also zum Beispiel, dass einzelne Mitgliedsländer ganze Gesetzesvorschläge blockieren können. Das ist wirklich einfach ein Wahnsinn, weil dass du immer also ganze EU-Gesetze nur von einem Land abhängig machst, das blockiert natürlich sehr, sehr viel. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch nicht alles in Brüssel zentrieren. Das ist auch nicht, was wir wollen. Aber einfach, wir müssen den Hinterkopf halten, die EU ist einfach Work in Progress. Und es muss ja was verändern. Ja, unsere Gesellschaft verändert sich sehr schnell und die EU eher langsam. Und ja. Da gebe ich Isabella total recht. Ich finde auch, also ein Stück weit ist Politik ja immer darauf aus, sich dem anzupassen, was die Bürger fordern. Oder das ist halt die demokratische Idee, sage ich mal, dass Politik das vertritt, was Bürger wollen und fordern. Und natürlich aus einer verfassungsrechtlichen Geschichte ist ohne Frage das EU-Parlament unfassbar wichtig. Und gerade das Einbeziehen verschiedener Meinungen, egal ob das extrem links oder extrem rechts ist, ist sehr essentiell, um für so einen großen Staatenbund auch Entscheidungen treffen zu können. Weil es könnte die Kommission alleine, würde ich jetzt mal sagen, nicht so komplex oder nicht so in der Bandbreite. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass da auch Interessen sich gegenüberstehen. Aber es ist auch so, dass die Mitgliedstaaten häufig dem hinterherstehen, was eigentlich auf Brüsseler Ebene gefordert oder entschieden wird. Also mir ist jetzt gerade ganz spontan die Nitratrichtlinie aus den 90ern eingefallen. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, aber es gibt ja die Thematik, dass Deutschland eigentlich schon seit Jahrzehnten zu hohe Nitratwerte hat und immer wieder von der EU ermahnt wird und Strafzahlungen zahlt dafür, dass es diese sehr hohen Nitratwerte gibt. Und das ist ein Beispiel dafür eigentlich, dass Deutschland als Mitgliedstaat sich nicht daran hält, was denen auf Brüsseler Ebene mitgeteilt wird. Und das in dem Moment im Prinzip die Entwicklung, die in Brüssel stattfindet, schon weiter ist als das, was das Mitgliedsland fordert, weil die Interessen einfach andere sind als in Brüssel. Ja, gut, auf der anderen Seite, wir haben durch die Farm-to-Fork-Strategie von der Kommission auch ein Stück weit einen Hoffnungsschimmer bekommen und hoffen, dass da auch einfach eine Entwicklung stattfindet, die für uns positiv ist. Fürs EU-Parlament, für uns Grüne auch einfach. Und gerade, dass es in dieser schwierigen Zeit noch durchgekommen ist, trotz gegenteiliger Forderungen, ist schon auch ein Zeichen dafür, mein Nachbarshund, tut mir leid, ein Zeichen dafür, dass sich da vielleicht auch einfach was verändert. Ja. Naja. Okay. Bevor ich zu der Frage im Chat komme, möchte ich noch eine ganz kurze Rückfrage stellen. Vielleicht genau eine kurze Antwort darauf geben. Wie kommt es, dass der Agrarausschuss so konservativ ist? Also wie setzt sich das sozusagen zusammen? Naja, das war immer schon so. Am Anfang, wenn die neuen Abgeordneten ins Parlament kommen, wird halt nach den Stimmenanteilen werden die Sitze verteilt und die Leute, die halt Agrarexpertinnen, Experten sind, sind halt oft Leute vom Land, die sind tendenziell eher konservativ. Ich weiß nicht, das ist mehr historisch gewachsen, glaube ich. Ja, ich habe letztens noch gelesen, in der letzten Legislatur waren 40% der Menschen, der Abgeordneten und Abgeordneten im Agrarausschuss in irgendeiner Form in die Agrarlobby auch involviert oder waren selber Landwirte. Das ist natürlich ein Hintergrund, der ganz anders ist als in Menschenrechtsthematiken. Also wie Isabella schon meinte, die Leute, die sich für Agrarpolitik interessieren, kommen meistens aus der Schiene, dass sie sich persönlich damit befassen mussten oder befasst haben. Und das
ja, ergibt dann irgendwo mehr oder minder traditionell ein gewisses Verhältnis. Es ist leider dann auch oft nachteilig für Ideen, die wir haben. Also da tun sich dann auch eher konservative Parteien mit der SPD oder S&D öfter mal so ein bisschen in eine Ecke. Ja. Okay, genau. Dankeschön. Dann genau, komme ich jetzt zu der Frage im Chat. Habt ihr oder die PolitikerInnen Kontakt zu anderen AkteurInnen im Ernährungssystem? Und wenn ja, wie? Also zu NGOs, der Lobby, gibt es da regelmäßige Austauschformate? Also Marie hatte ja schon erwähnt, es gibt Austausch mit BürgerInnen jetzt durch Webinare. Gibt es sowas auch für andere AkteurInnen? Also grundsätzlich findet der Austausch normalerweise, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre, recht rege statt, weil man einfach auch nicht alles selber erschließen kann. Also Lobbyismus wird immer recht negativ vermittelt und dargestellt, aber zum Lobbyismus gehört ja zum Beispiel auch ein Verband der europäischen Biobauern oder also alles des biologischen Einzelhandels. Also das ist ein Stück weit auch notwendig. Bei uns Grünen ist es so gehandhabt, dass jedes Treffen mit Außenstehenden, die nicht zur Politik an sich gehören, also nicht in der Partei, ein Treffen, das in der Partei stattfindet, dass die im Transparenzregister der Abgeordneten auf der Seite des EU-Parlaments verbreitet werden oder veröffentlicht werden, damit es jeder einsehen kann. Genau, aber es ist schon so, dass wir kriegen schriftliche Stellungnahmen, wir kriegen teilweise finden Gespräche statt, es finden Konferenzen, Kongresse statt. In dem Format wird sich da ausgetauscht. Ja, oder halt auch einfach über persönliche Kontakte, persönliche Erfahrungswerte. Ich meine, wie gesagt, wenn man Biobauer ist, dann ist man da in einer gewissen Struktur auch drin, auf regionaler Ebene, wenn man politisch aktiv ist. Und genau, aber das ist alles relativ sehr transparent bei uns gehalten. Genau, da kann man immer genau einsehen, wer da gerade so war. Na gut. Super, wenn Isabella nichts zu ergänzen hat, dann. Wie ist das jetzt in der Corona-Situation? Gibt es da neue Themen, die aufgekommen sind im EU-Parlament bezüglich Landwirtschaft? Ganz was Neues. Müsste ich überlegen, aber mir kommt eher vor, vielleicht ganz was Neues, eigentlich nicht, sondern in Wahrheit sind alte Probleme nur intensiver hervorgetreten oder intensiver aufgetreten, sage ich mal. Zum Beispiel das Thema mit den Saisonarbeitskräften ist ja nicht neu. Dann waren es Sachen wie Marktstütze für Wein oder für Käsebauern, dass man so Marktinterventionen macht oder so. Auch das ist nicht neu. In Wahrheit ist eher so, und was auch nicht neu ist, dass konservative Kräfte jede Gelegenheit nutzen, um am Alten festzuhalten, ohne irgendwelche Umwelt oder das Erste, was man gehört hat, nach dem Corona wirklich, dann, nachdem wirklich der Lockdown dann war, Anfang April, war einfach, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt aber für Klima- und Umweltmaßnahmen, für das haben wir jetzt kein Geld mehr, also kein Geld mehr, weil diese Corona-Krise wird uns zu viel kosten. Da darf man gleich einmal alle Umweltauflagen, die wir jetzt haben, gleich einmal runterschraufen. Und es waren tatsächlich Forderungen von mehreren Leuten, dieser öffentlich. Es war eigentlich auch der Vorsitzende vom Agrarausschuss, der Norbert Linz, das ist auch ein deutscher CDU-Politiker, der war ganz einer von den ersten, der gesagt hat, okay, na, jetzt können wir nicht mehr Umwelt oder Klimaschutz betreiben, das können wir uns jetzt nicht leisten. Und die Grünen und andere Fraktionen haben halt dann gesagt, naja, genau deswegen müssen wir ja mehr machen, damit sowas erstens mal nicht mehr passiert und zweitens einmal, dass wir besser vorbereitet sind, dass wir resilientere Agrar- und oder Ernährungsstrukturen schaffen, um mit so einer Krise besser umzugehen und auch Tierwohl, Tierhaltung etc. verbessert werden. Also auch die Lobby, also die Agrarindustrielobby war sehr schnell da und hat gesagt, wir brauchen Geld
für das, Marktunterstützung etc. Also ja, das war einfach. Aber ich glaube, so richtig neue Sachen sind nicht wirklich aufgekommen, ehrlich gesagt, nein. Ja, ich glaube auch, dass es eher so eine Agglomeration aller Thematiken war, jetzt die letzten Monate, die vorher schon im Raum standen. Ich meine, es ist ja für alle irgendwo auch eine Stresssituation und jeder kämpft für das, was er für richtig hält. Und es ist irgendwo auch normal, glaube ich, in so einer Ausnahmesituation, dass man den Verteidigungsmodus anschaltet. Aber natürlich ist es schwierig, wenn man dann mit den Argumenten konfrontiert wird, dass zum Beispiel die Ernährungssicherung ja einwandfrei gegeben war und man ja nichts ändern müsste, wie halt die meisten konservativen Kräfte es immer wieder beteuern. Es ist schwierig, wenn die Debatte dann irgendwie wieder von vorne losgeht, mit denselben Problemen, mit denselben Themen. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde dazu, ist vielleicht einfach das Argument, was die letzten Wochen auch immer wieder im Raum stand, dass Corona ja im Prinzip auch nur entstehen konnte, weil die Biodiversität zunehmend schwindet und durch den Schwund der Biodiversität, Zoonosen, also diese von Tieren übertragen, auf den Menschen übertragene Krankheiten, leichter um sich greifen können. Und dass Wuhan im Prinzip zeigen würde, dass das so passiert und dass, wenn wir so voranschreiten, dass es nur noch schlimmer wird. Und das ist jetzt ein Argument, was viel auch im Envi-Ausschuss einfach, also im Umweltausschuss thematisiert wird. Aber das hat jetzt natürlich mit Agrarpolitik erstmal primär wenig zu tun. Okay, danke. Wir haben hier noch eine Frage im Chat, und zwar, welche Vorschläge und Ideen für die neue GAP findet ihr am wichtigsten oder ja, wichtig? Ja, es gibt viel. Gleich, genau. Also ich glaube, ganz wichtig ist, also zumindest bei uns ist es so, wir finden es ganz wichtig, dass die Agrarpolitik einfach nicht mehr am Export orientiert ist. Also dass es nicht mehr darum gehen soll, große Mengen an Gütern zu exportieren, die wir produzieren, sondern dass man als Ziel hat, langfristig verbindliche Ziele zu setzen für eine nachhaltige und nachhaltig in allen Aspekten, sozial, ökologisch und ökonomisch, nachhaltige Gestaltung der Agrarpolitik, die auch Biolandbau einfach als Zentrum sieht. Und klar, gut, für uns ist es Biolandbau einfach die einzige Option. Und wir müssen vor allen Dingen auch eine Möglichkeit finden, die Agrarpolitik mit der neuen Biodiversitätsstrategie in Einklang zu bringen, aber vor allen Dingen auch mit Farm to Fork, also vom Bauernhof auf den Teller, dass wir das einfach schaffen, das zu integrieren. Ich meine, die spricht von 25% Biolandbau und das ist auch schon ein gutes Ziel. Und ich glaube, das ist einfach das Geld, was wir ausgeben, nicht mehr einfach so gießkannenmäßig rausgeschmissen wird pro Hektar, sondern dass es einfach darum geht, die Qualität wieder zu fördern, bevor wir die Quantität fördern, die gerade im Mittelpunkt steht. Genau, also ich weiß nicht, wie weit im Detail das dann, aber ich glaube auch eine von den Key Messages ist wirklich, dass wir öffentliches Geld für öffentliche Leistungen wollen. Was die Marie schon gesagt hat, aber nur mal, ja, dieses System noch Hektar zu fördern, ist komplett also nicht zielführend, so geht es da mal nett ausgedrückt. Das wissen wir seit 15 Jahren oder so. Es gibt ganz interessante Konzepte, dass man nicht nur noch ein Modell fördert nach Hektar, sondern nach Arbeitszeit. Das heißt, arbeitsintensivere Kulturen wie Gemüse, Obst oder so wird mehr gefördert und dann auch mehr Handwerk wird mehr gefördert, wo es dann auch wieder super wäre für Arbeitskräfte, für kleinere Betriebe, für Handwerk und so weiter. Und ganz klar auch diese mehr Leistungen, die ein Bauer oder Bäuerin erbringt, wie Erhalt eines gesunden Bodens, Wasser, sauberes Wasser etc.,
das muss man fördern und nicht der Output. Ja. Also das ist einfach ein Umdenken. Und außerdem, wir müssen das auch rechtfertigen vor Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, warum 40% des EU-Budgets in die Landwirtschaft laufen. Und dieses, ja, ich finde, es driftet ein bisschen auseinander, dass manche Leute, also das Bauernbashing, aber die Bauern zum anderen Teil auch wieder sehr extrem skeptisch gegenüber Grünen oder gegenüber NGOs sind. Also wir verlieren ein bisschen eine gemeinsame Basis, dass man überhaupt miteinander diskutiert, leider. Wie in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, auch im Landwirtschaftsbereich, diese Bauernproteste, die wir überall gesehen haben vergangenes Jahr, sagt nur mehr, dass wir wirklich radikal was ändern müssen. Und wenn man jetzt die nächsten 7 Jahre, also diese GAP-Reform ist wirklich extrem wichtig, weil wenn man jetzt nochmal die 2 Jahre Übergangsfrist und dann die 7 Jahre, ich meine, wir sind seit dem Jahr 2029, also wer weiß, was dann ist. Das ist wirklich essentiell wichtig, jetzt aktiv zu werden. Genau. Okay, danke. Die Zeit läuft uns leider ein bisschen davon, wie so oft. Vielleicht könnt ihr ganz kurz auf die nächste Frage nur eingehen. Und zwar hat die Agrarpolitik sozusagen vor allem die Landwirtschaft, also die Lebensmittelproduktion als Zielgruppe, oder wird auch diskutiert, ob man die verarbeitende Industrie und VerbraucherInnen als Zielgruppe für die politischen Maßnahmen genau haben müsste? Und inwiefern kann dann eine vor allem auf die Landwirtschaft ausgerichtete Politik das ganze Ernährungssystem dann auch verändern? Ja, es gibt jetzt eine neue Initiative von der Kommission, die ist am 20. Mai vorgestellt worden. Das heißt eben diese Farm-to-Fork-Strategie vom Acker auf den Teller, wo wirklich, und das war eigentlich wirklich radikales Umdenken für die Kommission, für europäische Beamte und Beamtinnen sozusagen, nämlich, dass man nicht nur in einem Sektor und in Silos denkt, also da ist die Agrar, da ist die Ernährung, sondern die haben wirklich vom Acker auf den Teller alles in einer Strategie bedacht, und das hat es vorher noch nie gegeben. Tatsächlich ist es wirklich ein bisschen ein Shift zu einer mehr ganzheitlichen Überlegung. Das ist schon mal gut. Das Problem ist, das ist nur eine Strategie, das heißt, die ist rechtlich nicht bindend. Und es ist eine Pestizidreduktion stark drinnen von bis zu 50%, Reduktion von Antibiotika, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, aber dann auch eben Lebensmittelabfälle um 50% reduzieren, dann Labeling von Produkten etc. etc. Es sind ein paar ganz gute Sachen dabei, aber alles in allem wird es nicht ein System Change sein. Also es wird leider wieder ein bisschen zu sehr nur an Stellschrauben gedreht, als wie wirklich tiefgreifende Reformen anzugehen. Aber trotzdem ist einmal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt müssen wir auch versuchen, dass wir das in den nächsten paar Jahren in die gemeinsame Agrarpolitik, das Ding ist, dass das ein wichtiges, immer nach wie vor wichtiges Feld bleiben wird, einfach weil so viel Geld drinnen ist, weil es einfach fast 40% vom gesamten EU-Budget ist. Und natürlich, es gibt also eine European Food Policy Coalition, die wirklich auf eine Food Policy schaut, nicht nur auf eine Agriculture Policy. Also genau das macht, dass alles mit einbezieht. Auch die kommen, man kommt halt immer wieder zur GAP, weil das so ein Riesentopf ist und weil da einfach wirklich die grundlegenden Veränderungen dort stattfinden müssen in dem aktuellen System, wie das halt gestaltet ist. So. Okay. Ja, genau. Also ich denke auch, das Food Labeling aus der Farm-to-Fork-Strategie ist ein gutes Beispiel, dass einfach da auf Verbraucherseite auch noch einiges gemacht werden kann. Also ich glaube, wenn die Verbraucher transparenter sehen können, was sie konsumieren. Man merkt das Umdenken ja jetzt schon in den letzten 5 Jahren. Also zumindest in Deutschland habe ich das Gefühl, da hat sich schon
viel gewandelt, wenn es darum geht, wie kritisch hinterfrage ich meinen Konsum. Aber auf der anderen Seite geht es ja darum, wie wir gerade schon oder wie Isabella gerade schon auch ausgeführt hat, wir müssen uns ja immer für das rechtfertigen, was an Steuergeldern ausgegeben wird. Und wenn es darum geht, ich meine, man muss es ja auch realistisch sehen, es geht ja darum, die Mindeststandards in der Europäischen Union festzulegen für Landwirtschaft. Und das ist, mit welchem Standard möchten wir arbeiten, welcher Standard soll finanziert werden, dann genau geht es dann auch um die grundlegende Frage, unabhängig jetzt vom Handel oder vom Verbraucher, wie das zustande kommen soll. Und das gehört immer ein Stück weit zusammen und deshalb ist gerade diese Farm-to-Fork-Strategie auch so wichtig, dass es alles kombiniert und auch vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schafft dafür, dass beide Seiten wichtig sind, weil gern auch darauf verwiesen wird, wenn der Verbraucher mehr nachfragt, wird auch mehr produziert. Ja, aber grundlegend muss auf beiden Seiten was stattfinden und daher ist es wichtig, dass diese Ideen der Farm-to-Fork-Strategie nicht einfach nur leer im Raum stehen bleiben und eine Strategie bleiben, sondern implementiert werden und da auch was stattfindet und wir da die Agrarreformen nutzen, die jetzt kommen in den nächsten 2 Jahren, die nächsten 2 Jahre auch nutzen, um diese Ideen aufzugreifen. Na, und genau, das wäre natürlich ideal. Okay, danke. Ich komme wahrscheinlich jetzt schon zur letzten Frage. Also genau, ihr habt gesagt, dass durch diese Farm-to-Fork-Strategie jetzt sozusagen mehr die Systemperspektive statt nur Landwirtschaft in den Vordergrund gerückt wird. Was können wir als EU-BürgerInnen denn genau tun, um diesen Prozess auf politischer Ebene zu unterstützen? Naja, was mir ich denke, zum Beispiel ist, diese Farm-to-Fork-Strategie hat schon eben ein Potenzial, wie wir schon gesagt haben. Und es ist natürlich eben, es war Agrarministerrat letzte Woche, wo eben die Agrarminister von jedem Land sich treffen immer und diskutieren. Das heißt, die Julia Klöckner war da dabei und die Frau Köstinger aus Österreich. Und die waren relativ kritisch der Farm-to-Fork-Strategie gegenüber. Was ich beobachte, ist, dass das auch in den Mitgliedsländern überhaupt nicht sehr viel Thema ist. Also es war vielleicht auch zweimal Thema in irgendeiner Nachrichtensendung, aber auch eher im wirklich schon detaillierten, also oder spezialisierten Serien oder Sendungen. Aber ein Thema wäre sicher, dass man das auf nationaler Ebene, diese Farm-to-Fork, die ja für ganz Europa gilt, so auch in Deutschland, die Strategie sein muss und sollte, dass man da wirklich Öffentlichkeitsarbeit macht, dass man Leute aufklärt, hey, da gibt es eine Referenz, weil wenn man eine Kampagne macht, wenn man eine Aktion macht, unterstreicht es immer ganz gut eigentlich die eigenen Forderungen und da kann man sich sicher was finden, was für einen selber passt von den Forderungen. Also meine Empfehlung einfach also an Einzelpersonen wäre einmal, schaut euch die Strategie an, schaut, wie ist die Idee. Also wie gesagt, die Grundidee ist nicht schlecht und der Text ist auch nicht schlecht geschrieben. Vielleicht kann euch das was helfen. Und dann ja, dass man sich bei NGOs also engagiert, aktiv ist, Öffentlichkeitsarbeit macht, Aufklärungsarbeit macht und genau, das ist schon mal wirklich sehr viel wert und auch die Regierungen wirklich nicht damit davonkommen lassen, dass man sagt, aha, wir können sich das gerade nicht leisten, sondern nein, das ist von der EU so vorgegeben und eigentlich muss das jeder oder sollte das jeder umsetzen. Genau. Ich denke auch, wir müssen das so ein bisschen aus der Blackbox rausholen, das Thema, und es sollte einfach mehr im Bewusstsein der Menschen sein, was das bedeutet, die Agrarlobby, und was es bedeutet, sich mit Agrarpolitik zu beschäftigen, weil es ein Stück weit jeden Einzelnen, oder es betrifft jedem einzelnen Einkauf, den ein Konsument tätigt. Und natürlich haben wir da eine große Verantwortung als Konsumenten auch einfach zu gucken, dass wir, ich meine, die meisten werden, wenn sie sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, auch wahrscheinlich dann eher nachhaltiger einkaufen, also saisonal, regional, biologisch, aber auch grundsätzlich sich da
damit auseinanderzusetzen, was das bedeutet, dass so viel Geld in diesen Bereich fließt, sich zu engagieren, genau in NGOs oder vielleicht auch vor Ort irgendwie politisch aktiv zu sein, indem man vielleicht irgendwie sowas veranstaltet wie ein Webinar zum Thema und darüber sich austauscht auch einfach, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass dieser Austausch zwischen Verbraucher und Politik ein Stück weit mehr stattfindet im Agrarbereich. Es ist oft schwierig, über was zu sprechen, was ja doch sehr weit weg ist vom Verbraucher, wenn die meisten sich nicht damit beschäftigen, was sie konsumieren. Genau, ich denke, das wäre gut und wir müssen auf jeden Fall in den Mitgliedsländern gucken, dass das Thema mehr ankommt, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt für den finanziellen Wert, den es hat in der EU und genau, dass man einfach mehr darüber spricht. Okay, und vielleicht super. Nur, darf ich nur kurz was dazu sagen, was ich vergessen habe oder als Ergänzung nur dazu? Ja. Was mich immer recht stört, dieses viel machen sie es halt dann so, also konservative eher wieder Kräfte, sage ich mal, dass die ganze Verantwortung auf einmal auf den Konsumenten oder Konsumentin abschiebt. Also wir brauchen sehr wohl ein Umdenken bei jedem Einzelnen, aber das muss auch möglich sein. Also es muss auch von, also ich bin schon davon überzeugt, dass bottom-up wichtig ist, aber top-down genauso. Und irgendwo in der Mitte trifft man sie, weil wir können nicht hergehen und sagen, Mama, warum gibst du so wenig Geld für Essen aus? Für manche Leute können sie das tatsächlich nicht leisten, obwohl die meisten könnten sich's leisten. Aber dann muss man sich auch fragen, warum ist ein gut gesundes, gut produziertes Lebensmittel das teurere Lebensmittel und nicht das günstigere? Wenn man die externen Kosten, die durch die Umweltverschmutzung oder durch den Scheiß, den man isst, entstehen gesundheitlich, das wird ja alles nicht einberechnet im Preis. Wenn wir mal eine Kostenwahrheit hätten, dann wären die guten Lebensmittel, so to say, sicher um einiges billiger und die günstigen Discounter-Lebensmittel wären teurer. Und dahingehend ist dann eigentlich auch wieder die Politik gefragt. Und ja, da muss man wirklich recht aufpassen, dass man da nicht in diese Verbraucherinnen-Schiene zu sehr abgleitet. Weil in Wahrheit geht es um die Rahmenbedingungen. Da kann man sehr schnell sehr viel ändern, wenn man will, wenn man wollen würde. Ja. Okay, danke schön. Oh wow. Also vielen Dank nochmal euch beiden für dieses spannende Gespräch. Ich habe super viel gelernt heute. Ihr beide seid ja im Anschluss auch noch ein bisschen da. Also falls jetzt noch Fragen offen geblieben sind oder so, dann seid ihr alle auch nochmal eingeladen, die kurz im Anschluss noch zu stellen. Und wie ihr bestimmt gemerkt habt, haben wir uns spontan dazu entschieden, aus diesem Diskussionsauftrag eine wahre Take-Home-Aufgabe zu machen. Seid ihr herzlich dazu eingeladen, im Anschluss bei euch zu Hause einen Artikel zu lesen zu der Farm-to-Fork-Strategie und dann mit einer Person aus eurem eigenen Umfeld darüber zu sprechen, um sozusagen einfach den Gedanken ein bisschen weiter zu tragen und ja, zu festigen in der Gesellschaft. Und damit gebe ich jetzt nochmal an Miri für eine kurze Zusammenfassung. Ja, es ist gar nicht so leicht jetzt aus diesem Dreiviertelstunde intensiven Gespräch irgendwie eine kurze Zusammenfassung zu machen. Aber ich versuche es mal ein bisschen. Wir haben über die EU im Allgemeinen geredet und dass oft eine große Distanz wahrgenommen wird zwischen den BürgerInnen der EU und den Institutionen und auch oft viel darauf geschimpft wird. Aber auch oft durch die, ich sag mal, kleineren Stufen, wie zum Beispiel Mitgliedstaaten, Sachen blockiert werden und die EU eigentlich manchmal vielleicht sogar progressiver ist, als man denkt. Jetzt gerade durch Corona gibt es zum einen irgendwie Behinderungen oder Schwierigkeiten in der Weiterarbeit, wenn zum Beispiel einzelne Leute weniger gut an Verhandlungen teilnehmen können, weil sie vielleicht in Regionen wohnen, wo das Internet nicht so gut ist und einfach das oder Übersetzungen nicht funktionieren und einfach dadurch auch das persönliche Treffen Verhandlungen einfacher machen als nur digital.
Andererseits bieten sich halt gerade auch dadurch Chancen für eine neue Partizipation, zum Beispiel durch Webinare, wie wir sie jetzt gerade machen und wie ihr sie auch schon vorher organisiert habt, um mehr mit BürgerInnen in Kontakt zu kommen, ohne dass die Leute dann dafür in Brüssel anwesend sein müssen oder vor Ort, wo die Abgeordneten eben sonst wohnen. Das ist auf jeden Fall eine große Chance, die sich jetzt vielleicht durch Corona neu oder stärker ergeben hat und vielleicht ja auch eine Chance bietet, eben insgesamt die EU noch mehr in Richtung Partizipation und Transparenz zu verändern. Genau, in der Agrarpolitik ist es jetzt so, dass der Prozess ohnehin schon langsamer gelaufen ist, als er ursprünglich angedacht war. Also 2021 hätte die reformierte Agrarpolitik in Kraft treten sollen. Das wurde ohnehin schon um ein Jahr verschoben. Jetzt wurde es um ein zweites verschoben. Das bedeutet erstmal einen Aufschub und mehr Zeit, um sich wirklich zu einigen, aber halt eben auch zwei, man könnte sagen, verlorene Jahre, weil ja die alte Agrarpolitik, die jetzt nicht besonders umwelt- und sozialgerecht ist, jetzt noch weiterläuft für mindestens zwei weitere Jahre und dann eine wie auch immer aussehende neue Agrarpolitik für 7 Jahre danach. Und damit es nicht 9 verlorene Jahre werden, ist es eben sehr wichtig, jetzt möglichst viel Positives in diese Reform reinzulegen und sich da einzusetzen. Gerade die Entwicklungen sind vielleicht nicht immer so positiv. Zum Beispiel ist der Umweltausschuss vor 2 Wochen aus den, ihr müsst mich korrigieren, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, quasi aus den Verhandlungen ausgestiegen, weil die Positionen zu wenig reflektiert wurden in dem Vorschlag vom Parlament. Aber wir haben jetzt auch gehört, es gibt eben auch Abgeordnete und Menschen im Hintergrund, die sich für Dinge einsetzen wie weniger Export und stärker auf Qualität und Umwelt zu setzen, dass öffentliches Geld für öffentliche Leistungen ausgegeben wird und zum Beispiel auch Arbeit und Arbeitskraft gefördert wird und nicht nur Fläche, weil bei Fläche ist es auch oft so, dass es eigentlich der Flächenbesitz ist, der da finanziell gefördert wird, weil wenn man die Fläche besitzt, kriegt man das Geld und wenn man sie nicht besitzt, dann zahlt man halt Pacht und die Pächter wissen ja auch, dass es die EU-Agrarzahlungen gibt, das heißt, sie können dann die Verpächter, sie können dann entsprechend mehr Geld sozusagen auch für die Verpachtung einnehmen. Genau, und jetzt gerade in der Corona-Krise gibt es eben auch laute Stimmen, die sagen, oh, wir haben gerade echt andere Sorgen, wir können jetzt kein Geld für Umwelt ausgeben, bloß keine Veränderungen, es passiert sowieso gerade schon genug. Und genau, nicht nur UmweltschützerInnen oder progressivere Kräfte wollen Chancen nutzen, sondern auch die Agrarlobby, was sie ja auch teilweise schafft und geschafft hat. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass alle anderen jetzt umso lauter werden und sich irgendwie einmischen und eben alle Möglichkeiten ausschöpfen und nutzen, um genau eine bessere und andere Agrarpolitik weiter zu unterstützen. Zum einen natürlich die Menschen im EU-Parlament, aber auch darüber hinaus. Alle Leute können sich irgendwie informieren, zum Beispiel über die Farm-to-Fork-Strategie und die anderen Entwicklungen in der Agrarpolitik, mit anderen Leuten drüber reden, ganz wichtig, sich einmischen, denn genau, sobald man überhaupt erstmal mehr weiß und mit anderen ins Gespräch kommt und dieses Wissen und einfach Diskussionen darüber sich immer weiter verbreiten, das ermöglicht überhaupt erst, dass man sich einmischt. Das fand ich auch nochmal einen ganz wichtigen Satz, glaube ich, ziemlich vom Anfang so. Mehr Wissen ermöglicht überhaupt erst, dass man sich irgendwie einmischen und ja für Interessen einsetzen kann. Und genau, vielleicht gibt es ja jetzt mehr solche Formate wie Webinare und direktere Formen des Einbeziehens, die das dann auch möglich machen. Wir können es auf jeden Fall alle einfordern und versuchen, die Ideen in unser Umfeld zu tragen und das dann das Bottom-up zu einem stärkeren Top-down in Richtung umwelt- und sozialgerechtes Ernährungssystem und nicht nur Landwirtschaft führt. Vielen Dank, Miri. Isabella und Marie, wollt ihr noch ein kurzes Schlusswort sagen?
liegt euch noch was auf dem Herzen? Na, es war echt eine super Zusammenfassung. Also du hast echt sehr gut aufgepasst, muss ich sagen. Respekt. Ich glaube, ich hätte es nicht können. Na, vielleicht nur ganz kurz noch, es ist super, wenn man sich einmischt, wenn man sich engagiert irgendwo auf lokaler Ebene, städtischer Ebene, whatever, was einen halt interessiert, was einen auch Spaß macht. Das sollte ja nett sein und es sollte lustig sein. Und das muss nicht unbedingt die gemeinsame Agrarpolitik sein, es ist ein bisschen fad vielleicht auch für manche, aber ich glaube, es ist eine sehr Tätigkeit, die einen sehr viel Druck gibt, wenn man aktivistisch sich organisiert und mit ähnlichen Menschen an einer besseren Zukunft baut. Zumindest war das für mich immer ja, was sehr Positives in meinem Leben und ich kann das nur weiterempfehlen, dass man das macht. Genau, das war's. Danke. Ich würde auch noch abschließend was sagen. Ich schließe mich dem total an und ich finde, wir haben auch einfach als Generation das Recht darauf, das einzufordern, dass es in Zukunft einfach vielleicht auch besser läuft. Und ich finde das ganz toll, dass sich politisch da viel engagiert und viel zusammen geschaffen wird auf regionaler, kommunaler Ebene, aber halt auch in Dachverbänden zum Beispiel. Das ist auch ganz wichtig und ich glaube, dass es essentiell ist, dass wir auch ein Stück weit zusammen kämpfen für das, was kommt, weil genau wie wir gerade ja schon gesagt haben, bis die Agrarpolitik das nächste Mal reformiert wird, sind wir fast bei den Klimazielen vom Pariser Abkommen, wo wir auch noch nicht wissen, ob wir das schaffen werden, aber ich denke, das ist sehr wichtig und deshalb erzähl es rum, es ist gut, wenn alle einfach drüber reden und es gibt auch ganz, ganz tolle Beiträge dazu, viele Dokumentationen und auch wenn es sich erstmal abschreckend anhört, es ist doch ein Thema, was einem irgendwie sehr viel zurückgeben kann und genau. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute da wart und uns diesen Einblick in die europäische Agrarpolitik auch gegeben habt. Das war super spannend. Und auch vielen Dank an euch, die heute mit dabei waren und zugehört habt, Fragen gestellt habt. Super schön, euch immer wieder zu sehen. Und uns interessiert natürlich, wie ihr es wieder fandet heute oder was ihr euch fürs nächste Mal wünschen würdet. Also schreibt es gerne wieder in den Chat. Und das nächste Mal, das ist der übernächste Montag am 6. Juli. Gleiche Uhrzeit wieder, gleicher Link. Und dann mit Judith vom Ernährungsrat in Oldenburg und auch eine Zusammenfassung aller Verbindungen und Erkenntnisse dieser Webinarreihe. Da bin ich sehr gespannt drauf, das alles nochmal zusammengefasst zu hören. Und es gibt natürlich eine Telegram-Gruppe, falls ihr weiter up-to-date bleiben wollt, auch zum nächsten Webinar, dann könnt ihr da gerne beitreten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und vielleicht bis zur nächsten und letzten Folge.